Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum neuen Video der neuen Challenge. Wie du siehst, sind wir im Cast und erstellen jetzt die kleine Familie. So klein wird die Familie gar nicht, da die Familie aus 8 Sims besteht. Ja, ich dachte mir auch erst so, oh Gott, wie sollst du das schaffen? Aber ich verrate jetzt erstmal nichts. Ich wollte euch hier in dem Video schon mal die Regeln erklären, dass wir dann in dem nächsten Part direkt schon anfangen zu spielen. Und zwar haben wir die Regeln so gemacht, beziehungsweise vielleicht sollte ich erstmal sagen, was für eine Challenge ich gern spielen möchte. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Und zwar hatte ich überlegt, da ich ja die Kleinkinder über alles liebe und zwei Freundinnen von mir, die schon gespielt haben, und ich dachte so, okay, komm, die würde ich gern auch eigentlich mal ausprobieren. Und ich so, okay, komm, für ein kleines Let's Play nebenbei. Neben der aktuellen, beziehungsweise es ist ja kein Let's Play mehr, sondern keine Challenge mehr, sondern ein freies Let's Play jetzt. Und da dachte ich mir so, komm, so eine kleine Challenge noch nebenbei. Und ja, es ist die 7 Toddler Challenge oder 7 Toddler Challenge, auch wie auch immer man das nennt. Ich glaube, ich sage 7 Toddler Challenge. Und die Regeln kennt, glaube ich, jeder. Ich sage es ja trotzdem nochmal, man muss 7 Kleinkinder mit unterschiedlichen Merkmalen erstellen. Die Merkmale habe ich jetzt ausgesucht, und zwar neugierig, anhänglich, unabhängig, Charmeurin, engelsgleich, wild und albern. Es ist eine Mama, logisch. Da habe ich ja über Instagram, so ein Instagram Pick My Sims so ein bisschen draus gemacht. Und die Ergebnisse habe ich auch immer mit versucht einzublenden. Und ich finde sie mega schön, wirklich mega schön. Sie ist ein Genexperiment aus von meiner privaten 100 Baby Challenge. Habe ich so ein bisschen mit den ganzen Kids experimentiert. Und sie ist so schön. Aber weiter zu den Regeln. Dann darf man ja ein Kindermädchen oder ein Butler haben. Ich habe es aber jetzt so gemacht, wenn wir davon jemanden einstellen sollten, dann höchstens nur für einen Tag. Und wenn man den hatte, muss man einen Tag Pause dazwischen machen. Dann darf man logischerweise keine Bedürfnisse cheaten, keins der Kinder, habe ich mir jetzt gesagt, darf abgeholt werden. Dann die Mutter darf nicht arbeiten, heißt, sie kann zu Hause arbeiten, sie kann mit Pflanzen was machen, mit den Bienen, sie kann malen, sie kann Bücher schreiben, sie kann graben und sammeln gehen. Die Kinder können wir natürlich auch im Sand spielen lassen, da kann man ja auch ein paar Muscheln finden. Dann habe ich gesagt, dass die Kids nicht in die Kindergartenkrippe gehen dürfen, oder die Tagespflege, wie es in Sims heißt. Dann werde ich die jetzt Abstimmungen hier oben in die Infobox reinmachen. Da ich, ich glaube, es sind 4 Sachen. Ja, wartet, ich muss mal hier kurz den Kleber mal abmachen. Und zwar, da ich ja Sims liebe und hoffe natürlich, dass die Challenge für den einen oder anderen was ist und das vielleicht genauso gut geguckt oder so gerne gesehen wird. Und zwar wäre die erste Abstimmung, ob wir die Altersphasen, heißt Kleinkind zu Kind, Kind zu Teenager, Teenager zu jungen Erwachsenen, voll ausspielen. Oder ob wir sagen, okay, bei den Kleinkindern machen wir es so, sobald alle Kleinkinder ihre Fähigkeiten, heißt, was gibt es denn da alles, Bewegung, Sprechen, Malen, was gibt es noch? Töpfchenfähigkeiten sind ja, glaube ich, 5 Stück insgesamt Fähigkeiten. Wenn alle Kleinkinder die voll haben, heißt bis zur Maximalität, ob wir sie dann altern lassen und ab dann die Altersphasen ausspielen, das ist einmal eine Abfrage. Da kannst du dann oben deine Stimme abgeben. Dann noch eine Frage. Normalerweise ist die Challenge ja fertig, sobald die dann Kinder sind. Nur ich weiß jetzt, dass mir das viel zu wenig sein würde und ich die gerne dann weiter darüber hinaus spielen möchte. Und da die Frage, ob wir das machen sollen. Ob wir daraus rein theoretisch wieder ein Generations-Let's Play, Challenge, wie auch immer man es nennt, dann machen sollen. Da kannst du dann auch hier wieder abstimmen. Und dann halt die Frage, ob wir ein paar der Teens, wenn sie dann im Teenageralter sind, auch zum Beispiel, dass wir einen der Jungs, ich habe so mal, dass ich 3 Jungs habe und 4 Mädels. Und sollen wir von den Teens auch so ein paar, zum Beispiel einen Bad Boy machen, der mit jeder irgendwie anbändelt, der zwar gut in der Schule ist, aber dann auch abends lang einfach weg ist und, sagen wir mal, eine nach der anderen irgendwie abschleppt, dass vielleicht auch eine der Mädels so ein bisschen ist.
Dann hatte ich überlegt, ob wir, wenn es dann um das Teenageralter geht und die so ihre Fühler ausstrecken, sage ich jetzt mal, ob sie eher auf Jungs stehen oder auf Mädchen, ob auch vielleicht Homosexuelle mit reinnehmen sollen. Können wir gerne machen. Dann, genau, habe ich hier noch was. Da ich das sonst so ein bisschen komisch fände, oder nicht komisch, sondern so ein bisschen ja, traurig, blöd, habe ich überlegt, ob wir die Mutter, dass die auch sich einen Partner suchen darf, aber erst, wenn die Kinder Kids sind. Heißt, wenn sie dann zur Schule gehen, dass man dann sagt, okay, da können sie Dates haben, Ausflüge machen und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, das war es auch soweit schon, was ich mir hier notiert hatte. Den Rest seht ihr ja dann, wie sie aussehen, die Namen. Ich habe so immer versucht, so ein bisschen bestimmte Farbensrichtungen reinzukriegen. Und das Haus ist auch schon komplett fertig. Das siehst du dann in der nächsten Folge. Heißt in Folge 1, das ist jetzt rein durch Folge 0. Die Mutter hat ein eigenes Zimmer. Die vier Mädels haben ein Zimmer. Die drei Jungs haben ein Zimmer. Das habe ich jetzt vorerst so gedacht, dass wir das machen. Vielleicht bis zum Kids-Alter. Wenn sie dann Kids sind, müssen wir gucken, ob der Platz noch reicht. Wenn nicht, müssen wir eine Etage mehr anbauen. Und sobald sie dann Teen sind, müssen wir eh umbauen, weil ich dann wollte eigentlich, dass die alle ihre eigenen Zimmer haben. Okay, Betty. Ja, ich glaube, ich habe soweit alles. Ja. Denk schon. So, dann kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du die Challenge schon mal gespielt hast. Das würde mich nämlich auch gerne mal interessieren und vor allem, wie das bei dir so geklappt hat, ob es ein Desaster war oder ob du gut zurechtkamst. Weil ich habe mir so ein paar Beiträge dazu durchgelesen und viele haben halt auch gesagt, wenn die Kindermädchen da sind, die quatschen dann nur mit der Mutter irgendwie. Aber dann heißt es ja dann auch, dass sie die Mutter gar nicht so viel spielen, oder? Würde ich jetzt aus diesem Schluss irgendwie ziehen. Benni, was machst du wieder? Hallo. Was machst du denn da? Kannst du mal verraten? Die hat nur Flausen im Kopf. Naja, dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß bei dem Video. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du die 8 Sims findest. Ich finde die Mutter ja traumhaft und die Kinder sind auch alle aus ihren Genen dann entstanden. Also waren alles Genexperimente. Und der Vater, den du dann auch irgendwann in dem Video siehst, ist von der Simmerly G. Der Harrison, ich weiß da jetzt nicht, wie er mit Nachnamen heißt, leider. Und den hatte ich ja auch in der 100 Baby Challenge und der hat wirklich super Gene, so heißt er gesagt. Ja, dann höre ich aber jetzt mal auf zu babbeln und wünsche dir noch viel Spaß bei dem Video. Freue mich natürlich, wenn du dann bei den weiteren Folgen wieder einschaltest und bei der Abstimmung nicht vergessen mitzumachen, dass ich das dann ja, in die Folgen mit einbauen kann. Man hat ja dann knapp 7 Tage Zeit, bis ich die nächste Folge dann aufnehme. Wie lang die Folgen werden, weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht, weil das Let's Play ja immer einmal in der Woche kommt. Das kann ich schon sagen, das wird samstags abends kommen. So 18 Uhr hatte ich überlegt. Da wir ja aber nur einen Tag haben und ich scheint heute auch immer nur für einen Tag aufnehme, ich weiß nicht, ob wir das wirklich mit der halben Stunde machen sollen oder ob das dann zu wenig ist und es sich zu weit ausdehnt irgendwie. Oder ob man sagt, okay, dass ich vielleicht immer 2 Sims-Tage in eine Folge reinnehme. Klar, unwichtige Dinge, zum Beispiel Sachen, die sich wiederholen oder wo ich sage, okay, komm, das haben wir jetzt schon 1000 Mal gesehen, würde ich natürlich rausschneiden. Und ich vermute mal dann, dass die Folgen dann zwischen ja, 30, eine Stunde, also 30 bis 60 Minuten lang sind. Wenn du da eine andere Lösung hast, kannst du mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin um jeden Tipp dankbar. Und ja, dann höre ich aber jetzt mal auf zu babbeln. Wünsche dir noch viel Spaß bei dem Rest des Videos und freue mich natürlich, wenn du bei der Abstimmung mitmachst und bei der nächsten Folge mit reinschaust. Und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss!